Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, am Freitag fängt endlich die Bundesliga 2024-25 an. In dem Video heute schauen wir uns an, welche Vereine die meisten Dauerkarten verkauft haben, von Platz 18 bis Platz 1. Wir schauen uns allerdings erst an, wie die Dauerkarten die Stadionauslastung beanspruchen. Das heißt, kann ja auch heißen, kleinere Vereine mit ihren Dauerkarten liegen vielleicht besser da als die besseren Vereine mit den größten Stadien. Und zum Schluss die Top 18 mit den meisten Dauerkarten. Dann fangen wir gleich an mit Platz 18. Welcher Verein ist auf Platz 18? Die TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat 12.000 Dauerkarten verkauft für ihr Stadion Brisero Arena, wo 30.150 Zuschauer hineinpassen. Das macht eine Stadionauslastung von 39,9%. Auf Platz 18 die TSG Hoffenheim. So, auf Platz 17 haben wir welchen Verein? Aufsteiger Holstein Kiel. Ja, die Kieler spielen ja im Holstein-Stadion. Dort passen 15.034 Zuschauer hinein. Aktuell hat Holstein Kiel 6.100 Dauerkarten verkauft. Das macht eine Stadionauslastung vom Holstein-Stadion von 40,7%. So, dann gehen wir jetzt auf Platz 16. Wen haben wir da? Ja, Mainz 05 in die MEWE Arena. Passen 33.305 Zuschauer hinein. Aktuell hat Mainz 16.500 Dauerkarten für die Bundesliga 24-25 verkauft. Das macht eine Auslastung vom MEWE Arena von 49,5%. Auf Platz 16 Mainz 05. So, dann kommen wir jetzt auf Platz 15. Eine Überraschung, was die Stadionauslastung angeht, der FC Bayern München. Ja, in die Allianz Arena passen ja 75.024 Zuschauer hinein. Aktuell hat Bayern München 38.000 Dauerkarten verkauft. Aber von der Größe her, vom Stadion, macht das halt eine Stadionauslastung von quasi nur 50,7%. Da sind halt andere Vereine noch besser als der FC Bayern. Auf Platz 15 der FC Bayern München. So, wen haben wir denn auf Platz 14? Ja, den FC Augsburg. In die WWK Arena passen 30.660 Zuschauer hinein. Aktuell hat Augsburg 16.000 Dauerkarten verkauft. Das macht jetzt schon mal eine Auslastung vom Stadion von 52,2%. Auf Platz 14 der FC Augsburg. So, wen haben wir denn auf Platz 13? Schauen wir mal. Ja, Union Berlin. In das Stadion an der Alten Försterei passen 22.012 Zuschauer. Aktuell hat Union Berlin 11.500 Dauerkarten für die neue Bundesliga-Saison verkauft. Das macht eine Auslastung von der Alten Försterei von 52,3%. Auf Platz 13 Union Berlin. Macht's dir Spaß? Dann danke ich dir schon mal für ein Like für das Video und für ein Abo für Werners Fußballecke. So, jetzt geht's auch gleich weiter zu Platz 12. Wen haben wir da? Auf Platz 12 Borussia Mönchengladbach. Ja, ins Stadion im Borussenpark passen 54.042 Zuschauer hinein. Aktuell hat Borussia Mönchengladbach für die erste Bundesliga 30.000 Dauerkarten verkauft. Nicht schlecht. Das macht eine Stadionauslastung schon durch die Dauerkarten alleine von 55,6%. Auf Platz 12 Borussia Mönchengladbach. So, dann geht's weiter. Wen haben wir auf Platz 11? Ja, Wolfsburg. In die Volkswagen Arena passen 28.917, also relativ kleines Stadion. Wolfsburg konnte aber 17.000 Dauerkarten verkaufen. Das macht eine Auslastung von der Volkswagen Arena von 58,8%. Nicht schlecht. Auf Platz 11 der VfL Wolfsburg. So, liebe Fußballfreunde, jetzt kommen wir zu den Top 10. Auf Platz 10 haben wir ja RB Leipzig. In die Red Bull Arena passen 47.069 Zuschauer hinein. Leipzig hat 28.500 Dauerkarten verkaufen können. Das macht eine Stadionauslastung von der Red Bull Arena von 59,5%.
Auf Platz 10 RB Leipzig. So, auf Platz 9, wen haben wir da? Den VfB Stuttgart. In die MHP Arena Stuttgart passen 60.449 Zuschauer hinein, also sehr großes Stadion von Stuttgart. Dauerkarten konnte der VfB Stuttgart 36.000 verkaufen. Das macht eine Auslastung von der MHP Arena von 59,6%. Auf Platz 9 der VfB Stuttgart. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 8. Wen haben wir da? Ja, Heidenheim. In die Folter Arena passen allerdings halt nur 15.000 Zuschauer hinein. Heidenheim hat aber 9.000 Dauerkarten verkauft. Das macht eine Stadionauslastung von der Volt Arena von 60%. Auf Platz 8 der FC Heidenheim. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 7. Wen haben wir da? Eintracht Frankfurt. Ja, in die Deutsche Bank Park von Frankfurt passen 58.000 Zuschauer hinein. Eintracht Frankfurt konnte 35.000 Dauerkarten verkaufen. Das macht eine Auslastung vom Deutsche Bank Park von 60,3%. Nur durch die Dauerkarten. Also Respekt nach Frankfurt. So, auf Platz 7 Eintracht Frankfurt. So, jetzt kommen wir ganz langsam zu den Top 5. Jetzt erstmal Platz 6. Auf Platz 6 der SV Werder Bremen. Ja, in das Weserstadion passen ja 42.100 Zuschauer hinein. Werder Bremen konnte oder hat 27.000 Dauerkarten verkauft an ihre Fans. Das macht eine Auslastung vom Weserstadion von 64,1%. Also mehr als die Hälfte schon nur durch die Dauerkarten das Stadion ausgelastet. Ja, auf Platz 6 der SV Werder Bremen. So, jetzt kommen die Top 5. Wen haben wir auf Platz 5? Ja, den Aufsteiger FC St. Pauli. In das Bielantor-Stadion passen ja 29.546 Zuschauer hinein. St. Pauli hat 19.800 Dauerkarten verkauft. Das macht eine Auslastung vom Bielantor-Stadion von 67%. Also schon nicht schlecht, klar. Ein bisschen schlecht vielleicht für die Auswärtsfans, weil, wie gesagt, 19.800 Dauerkarten schon verkauft. Da bleibt nicht mehr viel übrig für die Auswärtsfans. Mal gespannt. Aber auf Platz 5 der FC St. Pauli. So, jetzt kommen wir zu Platz 4. Wen haben wir da? Borussia Dortmund. Ja, dem Signal Iduna Park passen 81.365 Zuschauer hinein. Aktuell hat Dortmund 55.000 Dauerkarten verkauft. Das macht dann eine Stadionauslastung schon mal durch Dauerkarten von Signal Iduna Park von 67,7%. Respekt nach Dortmund und Grüße von Bayern nach André und zur Family. So, auf Platz 4 Borussia Dortmund. So, jetzt kommen die Top 3. Auf Platz 3 richte ich der VfL Bochum. Ja, in das Vonovia Ruhr Stadion passen ja 26.000 Zuschauer hinein. Bochum hat 18.000 Dauerkarten verkauft. Das macht eine Auslastung vom Stadion, von einem Vonovia Ruhr Stadion von 69,2%. Respekt nach Bochum und den Fans. Auf Platz 3 der VfL Bochum. So, wen haben wir denn auf Platz 2? Da haben wir Bayer Leverkusen, den deutschen Meister. Ja, in die Bayer Arena passen ja nur, muss man sagen, 30.210 Zuschauer. Dauerkarten konnte Bayer Leverkusen 21.400 verkaufen. Ich glaube, da hat man einen Deckel drauf gemacht, dass man nicht noch mehr verkaufen wollte oder könnte, sollte, wie auch immer. Und das macht eine Auslastung von der Bayer Arena von 70,9%. Auf Platz 2 Bayer Leverkusen. So, liebe Fußballfreunde, welcher Verein ist übrig geblieben? Welcher Verein ist auf Platz 1? Ja, der SC Freiburg. In Europaparkstadion passen 34.700 Zuschauer. Freiburg hat 25.000 Dauerkarten abgegeben und verkauft an deren Fans. Das macht eine Stadionauslastung von 72%. Auf Platz 1 der SC Freiburg. So, jetzt schauen wir uns aber wirklich dann mal an, wer hat denn die meisten Dauerkarten verkauft. Auf Platz 1 muss man sagen, natürlich Borussia Dortmund, 55.000 Dauerkarten verkauft.
Auf Platz 2 der FC Bayern mit 38.000 Dauerkarten. Euren Verein könnt ihr euch ja auch gerne selber aussuchen. Auf Platz 18 halt dann Kiel mit 6.100 Dauerkarten für die neue Bundesliga-Saison 24/25. Ja, das waren die Vereine mit ihren Dauerkartenverkauf für 24/25 der ersten Liga. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, viel Spaß noch und wir sehen uns. Tschüss.